Herzlich willkommen, liebe Hopfenbrüder und Malzschwestern in der Beer-Tasting-Community. Mein Name ist Kalle vor alle, ich bin Bierblogger auf Instagram und ich möchte euch jetzt gerne so ein paar Funktionen und Möglichkeiten der Beer-Tasting-App vorstellen. Als allererstes in der App begegnen euch News zu Updates, da die Beer-Tasting-App stetig weiterentwickelt und verbessert wird. Danach könnt ihr in der Übersicht das Bier der Woche und das Bier des Monats sehen, wo ihr zusammengefasst die bestbewertetsten Biere der App sehen könnt. Bei der Brauerei der Woche und bei der Brauerei des Monats, da geht es um die meistbewerteten Biere in dieser Woche und des Monats. Im Statistikbereich seht ihr, wie viele Cheers abgegeben worden sind, das heißt, wie viele Biere getrunken worden sind, wie viele Biere bewertet worden sind und wie viele Rezensionen dazu verfasst worden sind. Und zu guter Letzt findet ihr am Ende noch Informationen rund ums Bier. Ihr seid also zu Hause, habt euer Bier in der Hand, ihr wollt so ein paar Basisinformationen bekommen. Was ist das für ein Bier genau? Wie bewerten das andere User? Und natürlich wollt ihr es auch vielleicht selber bewerten. Und wie ihr das über die Scan-Funktion macht, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Über den gelben Scan-Button könnt ihr die Biere direkt aus eurer Hand abfotografieren und sie werden euch dann direkt in der App angezeigt. Hier erhaltet ihr dann wichtige Informationen über das Bier und wie das Bier von anderen Usern bewertet worden ist. Hier kann man dann ganz klassisch von 1 bis 5 bewerten oder nochmal differenzierter nach Farbe, Geschmack, Geruch oder Design des Etiketts bewerten. Darunter finden sich dann noch weitere Informationen über das Bier und Reviews von anderen Usern. Und wenn euch das Bier geschmeckt hat, werden euch dann noch weitere ähnliche Biere in der App angezeigt. Aber Bier trinken allein macht ja nur halb so viel Spaß. Und deswegen zeige ich euch jetzt im letzten Teil des Videos noch, wie ihr euch mit euren Freunden oder anderen Usern in der App verbinden könnt. Dazu klickt ihr einfach oben links, um das Menü zu öffnen. Und dort könnt ihr dann nach Usern, Brauereien oder Bieren suchen. In meinem Fall suche ich jetzt nach mir und zap, zap, da bin ich auch schon. Dort seht ihr, wie viele Biere ich bereits bewertet habe, was meine Lieblingsbiere sind, welche Biere ich schon getrunken habe und welche Biere ich zuletzt gescannt habe. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Basisfunktionen der Beer-Tasting-App näher bringen und euch den Einstieg ein bisschen erleichtern. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch einfach auf meinem Instagram und meinem Beer-Tasting-Kanal vorbei. Der Kanalname ist Kalle vor alle und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Bierverkosten.